Okay, hallo und herzlich willkommen hier aus meinem schönen Studio. Ich bin David Jeckel und darf euch recht herzlich begrüßen zum zweiten Simulation Race hier aus Stuttgart. Die Strecke ist gleich geblieben. Wir starten wieder vom Supercross-Hügel. Wir fahren wieder über die Supercross-Strecke, über die Pro-Section. Und ja, wir haben wieder eingeladen ein paar ausländische Fahrer. Diesmal das TVE-Team aus den Niederlanden. Darunter einige bekannte Fahrer wie Rinke und Inse Ogema, Matthias van Hoeven, Mitchell Schottmann und nicht zu vergessen den Weltmeister Twan van Gent. Ja, wir haben den Weltmeister hier. Ich blende direkt nochmal das WM-Finale von letztem Jahr ein. Da hat er sich mit einem überragenden Start nach vorne durchgesetzt. Ich als großer David Graf-Fan bin dann auf dem zweiten drauf geblieben, da sich Twan van Gent einfach schon einen unglaublichen Vorsprung nach der ersten Kurve rausgefahren hatte. Gab dann einen Crash, Twan van Gent vorneweg, riesen Abstand und gewonnen. Richtig verdienten Sieg danach nach Hause gefahren. Ja, und heute dürfen wir ihn hier in Stuttgart begrüßen. Mit seinem Team zusammen. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen. Wir sind heute leider nur 16 Fahrer, zwei Fahrer weniger wie beim letzten Mal. Das heißt, die Vorläufe haben schon alle so ein bisschen überstanden. Trotzdem wollen wir es uns anschauen, aber im Schnelldurchgang durchgehen. Es geht immerhin um die Startplätze im Halbfinale und vielleicht sogar einen Ausblick schon, wer heute das Finale gewinnen kann. Also auch gespannt sein, auch die Vorläufe dürfen wir auf jeden Fall. Und dann wollen wir direkt mal beginnen mit dem ersten Vorlauf im ersten Moto. Auf dem Startplatz 2 Philipp Schaub, auf dem Startplatz 4 Axel Webster, auf dem Platz 5 Liam Webster, beide Websters heute dabei. Dann einer der Fahrer des TVE-Teams, Rinke Ogema auf der 6 und Kai Stindl auf der 8. Im ersten Moto dürfen sie noch nicht wählen, ab dem nächsten Lauf dürfen sie dann wählen nach den Zeiten der davorigen Rennen. Aber mit Rider Sweaty, Watch the Gate, fällt das Gate und er kann sich hier nach vorne durchsetzen. Es sieht nach den Websters aus. Liam Webster hier nach vorne, Axel Webster auch gut dabei, aber Philipp Schaub von innen kann sich durchsetzen. Kai Stindl außenrum auf die 3. Unser Gastfahrer hier leider nur auf 5, Axel auf 4. Philipp Schaub probiert hier an Liam Webster vorbeizukommen, tut sich hier aber echt schwer. Zu zweit gehen sie hier auf die dritte Gerade. Philipp Schaub mit der schnelleren Line muss hier aber ziemlich ziehen, dadurch verliert er Schwung. Kai Stindl holt ihn nochmal richtig auf und probiert hier nochmal eine Attacke zu setzen auf Philipp Schaub. Aber Philipp Schaub setzt sich noch auf die 1, Liam Webster auf die 2. Nein, das Ergebnis zeigt Liam Webster nur auf der 3, Kai Stindl auf der 2, Axel Webster auf der 4 und Rinke Ogema auf der 5. Ja, ein richtig spannender erster Vorlauf, können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es hier über den Tag weitergeht. Aber wir gehen direkt weiter in den zweiten Moto. Hier steht auf der 1 Pascal Brenzel, auf der 3 David Zell, auf der 4 ein Gastfahrer Matthias van Hoeven, auf der 7 Julian Schmid und auf der 8 ein weiterer Gastfahrer mit Inse Ogema. Und wir warten auf den Gate Drop und hier kommt er. Wer geht hier nach als erstes raus? Es sieht nach Matthias van Hoeven aus, aber Julian Schmid von außen kann sie hier durchsetzen. Geht hier über das zweite Hindernis deutlich schneller durch. Pascal Brenzel auf 3, hintenrum David Zell mit Rinke Ogema im Battle, muss hier aber zurückstecken. Der probiert jetzt aber Pascal Brenzel anzugreifen, der probiert wiederum Matthias van Hoeven anzugreifen. Hier geht es nach vorne, hinten relativ eng zur Sache. Pascal Brenzel hier auf jeden Fall auf der Zielgerade nochmal dabei, Matthias van Hoeven anzugreifen. Schafft er es nicht vorbeizugehen? Nein! Und so gehen wir durchs Ziel. Und als erstes im Ziel war Julian Schmid vor Matthias van Hoeven, dann Pascal Brenzel, links Inse Ogema und David Zell. Ja, echt spannender Lauf. Einer warten wir noch und da gehen wir jetzt direkt drauf. Im Heat 3 startet von der 1 Oskar Schilling, von der 2 Jonas Balbach, auf 3 Jakob Bernhard, auf 5 Mitchell Schottmann, auf der 6 Stefan Heil und von der 7 den Weltmeister Twan van Gent. Würde er diesen Lauf gewinnen? Wir werden es gleich herausfinden. Und das Gate fällt, setzt sich der Weltmeister nach vorne oder schafft es jemand anderes? Es sieht auf jeden Fall nach Stefan Heil aus, der hier
innerhalb von Twan van Gent sich durchsetzen kann. Der fällt jetzt ganz schön zurück, hat hier einen Fehler am letzten Hindernis der ersten Gerade gemacht. Stefan Heil vorne weg vor Mitchell Shortman, der nach vorne weg geht. Dann sehen wir Jonas Balbach, der hier auch einen sehr guten Lauf dabei hat. Und dahinter nochmal mit Jakob Bernhard und dem Weltmeister Twan van Gent, der auf jeden Fall nicht zufrieden sein wird mit diesem Lauf. Es kommen aber alle Fahrer weiter, deshalb nicht mehr der große Angriff von Twan van Gent. So kommen wir ins Ziel. Stefan Heil gewinnt vor Mitchell Shortman, vor Jonas Balbach, vor Jakob Bernhard, Twan van Gent und Oscar Schilling. Ja, spannender erster Moto. Und viel können wir auf jeden Fall nicht sagen. Wahrscheinlich Twan van Gent nicht ganz so zufrieden. Die Deutschen überzeugen im Moment ganz schön. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht ganz so erwartet. Ich hätte mehr TVE-Fahrer vorne dabei erwartet. Aber vielleicht kommt es noch. Vielleicht schonen sie ein bisschen die Kräfte für die Finalläufe. Auf jeden Fall gehen wir direkt weiter in den zweiten Vorlauf. So, ab jetzt dürfen die Fahrer frei entscheiden, wo sie hinstehen. Und deshalb sieht man auch gleich mal, dass sie deutlich enger zusammenstehen. Jonas Balbach geht nämlich auf die 3, auf die 4 David Zell, auf der 5 Julian Schmid, auf der 6 Jakob Bernhard und auf der 7 Axel Webster. Ein rein deutsches Fahrerfeld und wir warten auf den Gate Drop. Der kommt jetzt. Wer setzt sich hier nach vorne durch? Kann sich Julian Schmid wieder den ersten Platz verteidigen, wie aus dem ersten Vorlauf? Ja, das sieht gut aus. Jonas Balbach direkt hinterher raus. Jakob Bernhard auf die 3. Axel Webster hier kämpft mit David Zell, der die Innenkurve hat und nach auf die 4 gehen kann. Ja, schöne Kette jetzt. Nicht ganz so spannender Lauf, aber Julian Schmid kann hier mit der Gapline doch vielleicht noch einen Fehler machen und Jonas Balbach aufholen. Nein, es sieht nicht danach aus. Die ersten 3 Plätze sind auf jeden Fall sicher, wenn hier keiner mehr einen Fehler macht. Und so kommen sie ins Ziel. Julian Schmid gewinnt vor Jonas Balbach, Jakob Bernhard, David Zell und Axel Webster. Und nach dem Lauf gehen wir direkt weiter in den nächsten Vorlauf. Dort steht am Start auf 2 Inse Ogema, auf 3 Mitchell Shortman, auf 4 Twan van Gent, auf 5 Kai Stindl, der einzigste Deutsche hier im Lauf, und auf 6 Matthias Verhoeven. Kann sich Kai Stindl hier gegen die Konkurrenz aus dem Ausland durchsetzen oder holt Twan van Gent seinen ersten Sieg? Das, was wir alle erwarten heute. Wer holt hier den Hole Shot? Es geht los. Gate Drop und nach vorne geht Twan van Gent. Die Nummer 1 geht nach vorne raus. Dahinter wird es ziemlich schwierig zu beurteilen, wer jetzt wo ist. Ich vermute Matthias Verhoeven auf der 2, Mitchell Shortman auf der 3 und Jens Ogema auf der 4, Kai Stindl auf der 5. Kann der Deutsche hier noch irgendwas ausrichten gegen oder gibt sich hier im internen Fahrerduell noch jemand einen Platz nach vorne oder hinten? Hier greift auf jeden Fall Mitchell Shortman schon mal an und probiert hier noch vorbeizugehen. Ja, das Ziel sieht auf jeden Fall aus, als wäre es Twan van Gent von Matthias Verhoeven, Mitchell Shortman, Inse Ogema und Kai Stindl hinterher. Damit dürfte er nicht ganz so zufrieden sein. Wir gehen auf jeden Fall direkt mal in den zweiten Motor in Heat 3. Im Heat 3 steht auf der 1 Winke Ogema, Oskar Schilling auf der 2, Pascal Prenzl auf der 3, Stefan Heil auf der 4, Liam Webster auf der 5 und Philipp Schaub auf der 7. Right, that's where you watch the gate und das Gate fällt. Wer setzt sich hier nach vorne? Stefan Heil mit einem sehr, sehr guten Start. Setzt sich hier auf jeden Fall vorne weg. Liam Webster und Philipp Schaub kämpfen hier um Platz 2. Philipp Schaub probiert es außenrum. Liam Webster aber mit der besseren Innenlinie. Philipp Schaub hier jetzt deutlich nach hinten gefallen. Pascal Prenzl auch von 4 ganz vor auf die 2 fahren. Und Inge Ogema kann hier auch noch ein Wörtchen mitnehmen. Liam Webster drängt ja ein bisschen nach hinten. Stefan Heil vorne mit einem riesen Abstand. Liam Webster mit einem kleinen Fehler, ein bisschen Schwung eingekostet. Probiert es jetzt nochmal mit der Inside. Pascal Bremsen macht aber schön die Tür zu. Inge Ogema sagt danke, dass du gebremst hast. Und sogar Oscar Schilling geht noch an Liam Webster vorbei, deshalb steht es im Ziel. Stefan Heil vor Pascal Prenzl, vor Inge Ogema, vor Oscar Schilling, Liam Webster und Philipp Schaub. Ein richtig, richtig spannender Lauf. Ich bin gespannt auf den dritten Vorlauf. Wer kann sich hier durchsetzen? Sehen wir wieder den Sieg von Twan van Gent? Oder können die zwei, die bisher sich mit 1-1 durchgesetzt haben, Stefan Heil und Julian Schmid, weiterhin auf 1-1 bleiben?
Es wird spannend und deshalb gehen wir direkt in Moto 3 Heat 1. Und im dritten Moto stellt sich ganz nach innen im ersten Heat. Kai Schnell will hier auf jeden Fall die beste Linie auf die erste Kurve haben. Auf 3 dann erst wieder Liam Webster, Tuan Van Gent die Nummer 1, auf der 4 Stefan Heil auf der 5 und Jonas Balbach auf der 6. Kann sich Tuan Van Gent diesmal durchsetzen gegen Stefan Heil oder wer holt hier den Hole Shot? Es sieht nach einem sehr, sehr guten Start von Stefan Heil aus, aber Tuan Van Gent immer noch mit der Innenlinie. Jetzt hat er aber eine ganze Radlänge vorne weg. Jonas Balbach probiert hier außen rum, wird jetzt aber abgekattet von Tuan Van Gent. Dafür kommt Liam Webster auch relativ nah dran, hat jetzt aber wieder die Außenkurve gegenüber Jonas Balbach. Das sollte er durchhalten durch die zweite Kurve. Vorne probiert Tuan Van Gent einen Angriff auf Stefan Heil. Kann er sich hier vorsetzen mit einem schönen High-Low vielleicht an Stefan Heil vorbeigehen? Er bleibt an seinem Hinterrad hängen. Stefan Heil rettet es aber noch ins Ziel. Tuan Van Gent probiert sogar fast noch mit dem Zielspringen und Jonas Balbach setzt sich hier auch nochmal durch. Und so kommen sie ins Ziel. Stefan Heil gewinnt alle 3 Vorläufe. Auch diesen hier. Dann Tuan Van Gent, Jonas Balbach auf der 3. Liam Webster auf der 4. Und Kai Stindl auf der 5. Das hat er sich auf jeden Fall besser erwartet. Kai Stindl. Mal schauen, ob er heute das Finale erreicht. Das ist auf jeden Fall sein Ziel. Er fliegt auf jeden Fall noch nicht raus. Wir sind 16, wir haben volle Halbfinals. Wird auf jeden Fall spannend. Tuan Van Gent bestimmt auch nicht ganz so zufrieden mit dem Lauf gegenüber Stefan Heil. Stefan, überglücklich sicher, da vor dem Weltmeister mal ins Ziel zu kommen. Nicht so oft die Gelegenheit und hoffentlich bei den World Cups nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder dabei. Und hoffentlich auch vor dem Weltmeister. Wir gehen aber weiter zum Moto 3 Heat 2. Das steht am Gate. Auf der 1 Pascal Prenzl, auf der 3 Julian Schmid, auf der 4 Mitchell Shortman, auf der 5 Axel Webster und auf der 6 Rinke Ogema. Und das Gate verhält. Kann sich Julian Schmid hier wieder nach vorne durchsetzen? Das sieht gut aus für ihn. Innen probiert Pascal Prenzl jetzt mit einem bisschen schlechten Start noch innen durchzusetzen gegen Mitchell Shortman, aber Mitchell Shortman hier auf jeden Fall auf der schnelleren Linie. Pascal Prenzl jetzt aber auf der 3. Liam Webster musste. Nein, Axel Webster muss hier ein bisschen zurückstecken. Kann hier aber auf jeden Fall noch aufholen. Hoffen wir, Pascal Prenzl mit einem richtigen, fast schon Abflug. Ganz weit nach außen. Axel Webster geht hier an ihm vorbei. Pascal Prenzl auf die 4 zurück. Das war nicht ganz das, was er erwartet hatte. Aber zum Glück sturzfrei durchgekommen nach seinem Sturz letzter Woche. Und im Ziel kommt Julian Schmid vor Mitchell Shortman, vor Axel Webster, Pascal Prenzl und Rinke Ogema. Pascal Prenzl beim letzten Mal einen richtigen Abflug gehabt im Halbfinale. Heute mal zum Glück auf dem Bike geblieben. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Einer der Juniorfahrer, die dieses Jahr auf jeden Fall um die deutsche Meisterschaft fahren. Und wir gehen direkt in den dritten Heat. Dort stehen am Gate. Jinse Ogema auf der 1, Oskar Schilling auf der 2, Matthias van Hoeven auf der 4, David Zell auf der 5, Philipp Schaub auf der 6 und Jakob Bernhard lässt hier ein bisschen Platz und geht auf die 8. Wir sind gespannt auf den Gate Drop. Und das Gate fällt. Wer kann sich hier nach vorne durchsetzen? Es sieht aus wie Philipp Schaub oder Matthias van Hoeven, aber Philipp Schaub hier mit noch mal ein bisschen besseren dritten Hindernis. Da kürzt einer ein bisschen innen ab. Das sieht mir nach Jinse Ogema aus, der hier ein bisschen über die weiße Linie kommt. David Zell außenrum auf jeden Fall auf die 3. Probiert hier Mitchell Shortman anzugreifen, aber das wird ein bisschen schwierig. Aber er hat die schnellere Linie eigentlich, die Gap Line auf der dritten Gerade gemacht. Hinten auf der 5 Liam Webster und auf der 6 noch Jakob Bernhardt. Die sind nicht ganz so zufrieden mit dem Lauf, aber viel geändert hat sich hinten raus auch nicht mehr. Deshalb kommt Philipp Schau vor Matthias van Hoeven, David Zell, Inse Irgema und Oskar Schilling sowie Jakob Bernhardt ins Ziel. Ja, nach dem Lauf dürfte Philipp Schauber auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit den Vorläufen. Den zweiten nicht ganz so gut gehabt, aber jetzt den dritten nochmal gezeigt, warum er deutscher Meister ist und auf jeden Fall mit ihm zu rechnen ist. Ja, sonst aus den Vorläufen gesehen, Tuan Van Gent nicht ganz so weit vorne dabei, im zweiten Vorlauf mal gezeigt, wie schnell er sein kann. Danach jetzt gegen Stefan Heil verloren. Hat er da schon Vollgas gegeben? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er nachher mehr Gas gibt im Finale und ob er mal den Hole Shot gegen Stefan Heil oder Julian Schmid hier raushauen kann. Ja,
Und da wir das Finale, die Finalläufe auch gleich hier haben, direkt mal rein ins Finale. Und im ersten Semifinale steht auf der 1 Pascal Prenzl, unser Juniorenfahrer, auf der 2 Jinse Ogema, auf der 3 Mitchell Jodman, auf der 4 Stefan Heil, auf der 5 Jonas Baldach, auf der 6 David Zell, auf der 7 Kai Stindl und auf der 8 Oscar Schilling. Moment Rider, Sweaty Watch, the Gate fällt heute das erste Achtergate und wer kann hier nach vorne gehen? Es sieht aus wie Stefan Heil oder Jonas Baldach. Nein, Stefan Heil setzt sich hier noch schön nach vorne durch. Jonas Baldach, bisschen weit außen, kann sich da Mitchell Shotman nach vorne durchsetzen. Er geht auf die 2. David Zell kommt jetzt von hinten ganz nach vorne durch. Fährt schön auf die 3. Jonas Baldach kämpft hier mit Pascal Prenzl um den letzten Qualifikationsplatz. Kann sich hier Pascal Prenzl oder Kai Stindl doch noch an Jonas Baldach vorbeidrücken. Kai Stindl auf jeden Fall fährt jetzt nach vorne. David Zell wird auf jeden Fall nochmal von Jonas Baldach angegriffen, der hier grün around the outside geht. David Zell macht hier nicht gut die Türe zu und kann sich hier noch auf dem letzten Qualifikationsplatz durchsetzen. Es gewinnt Stefan Heil vom Mitchell Shotman vor Jonas Baldach, David Zell, Kai Stindl, Jinse Ogema, Pascal Prenzl und Oscar Schilling heute. Das erste Halbfinale, Kai Stindl damit auf jeden Fall nicht zufrieden. Wieder als Fünfter raus. Wahrscheinlich würde er hier wieder um den B-Finalsieg kämpfen. Aber er wollte hier heute unbedingt ins A-Finale kommen. Ja, leider nicht dabei. Und wir gehen direkt weiter zum zweiten Semifinal. Im zweiten Semifinal steht auf der 1 Philipp Schaub, auf der 2 Inge Ogema, auf der 3 Liam Webster, auf der 4 Twan van Gent, auf der 5 Julian Schmid, auf der 6 Matthias van Hoeven, auf der 7 Axel Webster, auf der 8 Jakob Bernhard. Und wir warten auf das zweite volle Gate heute. Und hier fällt's. Wer geht nach vorne weg? Es sieht gut aus für Twan van Gent. Twan van Gent geht richtig schön nach vorne raus, so wie wir es sehen wollen. Von dem Weltmeister dahin. Hinter Liam Webster und Philipp Schaub kämpft sich gut durch. Julian Schmid noch nicht unter den Qualifikationsplätzen. Jakob Bernhard probiert hier mit einem harten High-Low noch ran vorbeizugehen, ist jetzt aber sehr langsam, fällt weiter zurück. Julian Schmid kann sich außenrum gegen Matthias van Hoeven durchsetzen auf die 4 und jetzt mit der schönen, schnelleren Gapline sogar neben Philipp Schaub setzen. Probiert es jetzt mit dem High-Low. Philipp Schaub aber auch tief raus. Probiert hier noch einen Angriff gegen Liam Webster zu setzen und es sieht aus, als wäre er da vorbeigekommen. Und so kommen sie ins Ziel. Twan van Gent vor Philipp Schaub, vor Liam Webster, vor Julian Schmid, vor Matthias van Hoeven, Rinke Ogema, Jakob Bernhard und Axel Webster. Der ist auf jeden Fall nicht ganz so zufrieden mit seiner Leistung. Es war ein hartes Fahrerfeld, ja, aber Twan van Gent auch wieder ganz vorne dabei. Unerwartet hier ein bisschen. Ich hätte hier mehr auf Julian Schmid gesetzt. Aber der konnte sich hier nicht ganz so durchsetzen. Er ist im Finale dabei. Bin gespannt, wie es läuft. Aber wir gehen direkt erstmal zum B-Finale. Im kleinen Finale steht auf der 1 Rinke Ogema, auf der 2 Jinse Ogema, die zwei Brüder nebeneinander. Dann Kai Stindl, Matthias van Hoeven auf der 4, auf der 5 Jakob Bernhard, auf der 6 Pascal Prenzl, auf der 7 Axel Webster und auf der 8 Oscar Schilling. Da können wir gespannt sein, wie sich die zwei Brüder da auf 1 und 2 gegeneinander durchsetzen. Wer holt hier den Hole Shot? Und es geht nach vorne raus. Es sieht aus wie Matthias van Hoeven, aber Kai Stindl hier am zweiten Hindernis mit dem schnelleren Antritt und kann sich nach innen durchsetzen. Ich weiß nicht, welcher Ogema sich hier fast abgelegt hat. Am Hinterrad von Axel Webster auf jeden Fall verschenkt geblieben. Pascal Prenzl auf der 3. Probiert hier Matthias van Hoeven anzugreifen. Aber Kai Stindl schön vorne weg. Matthias van Hoeven holt jetzt aber nochmal mehr Schwung aus der dritten Gerade hinaus. Und es wird auf jeden Fall nochmal eng vorne weg. Aber Kai Stindl holt sich wieder einen B-Finalsieg vor Matthias van Hoeven, Pascal Prenzl, Jinse Ogema, Oscar Schilling, Jakob Bernhard, Axel Webster und Rinke Ogema. Ja. Das war auf jeden Fall schon mal ein spannendes Rennen und eine Vorahnung auf das Finale. Rinke Ogema hier ein bisschen hinterher, da wollen wir direkt nochmal zeigen, wie er durch die letzte Gerade durchfährt. Er probiert die Dribbel ein und kleiner Fehler von ihm. Ja, schade, der letzte Dribbel nicht mehr ganz gereicht, aber auf jeden Fall spannend gewesen und wir sind gespannt auf das Finale. Aber wir haben ein bisschen Verzögerung drin.
David Zell, der hier von der 8 starten will, hat einen Plattfuß. Da rennt direkt einer mit der Pumpe hinten hoch und hilft hier David Zell aus. Da bräuchten wir auf jeden Fall mal David Graf mit seinem Pitstop Challenge. Der wäre hier in 40 Sekunden fertig. Mal schauen, wie lange die hier brauchen zum Reparieren. Aber solange gehen wir direkt mal auf die Startplätze ein. Da eins steht Philipp Schaub, der probiert auf jeden Fall mit dem Startplatz 1 diese Position auch ins Ziel zu fahren. Neben ihm aber Mitchell Shotman und Stefan Heil, der heute schon viele Hole Shots gezogen hat und bisher jeden Lauf gewonnen hat. Twan van Gent, den Weltmeister. Kann er sich hier gegen Stefan Heil, unseren Hole Shot King, durchsetzen? Dann Liam Webster, Julian Schmid in den Vorläufen schon echt gut dabei gewesen. Jetzt gerade im Halbfinale nicht mehr ganz so überzeugt. Kommt er zurück mit der Vorlaufleistung oder zeigt er uns nur die Halbfinalleistung? Wir werden es gleich herausfinden. Jonas Balbach, auch immer einer mit dabei bei den vorderen Plätzen und immer unerwartet dabei, muss man ehrlich zugeben. Und auf der 8 David Zell, unser einzigster Juniorenfahrer, der es hier ins Main Event geschafft hat. Beim ersten Simulation Race schon richtig gut dabei gewesen und jetzt schon wieder echt gut dabei gewesen. Aber ich höre, wie die Fahrer stehen am Gate. Wir warten mal, bis das Gate fällt. Und mit Riders Ready Watch the Gate geht's vorne raus. Es sieht aus, als könnte Stefan Heil wieder seinen Holeshot durchziehen. Twan van Gent aber direkt neben ihn und Julian Schmid auch neben ihn. Zu dritt gehen sie übereinander, aber machen Twan van Gent gemeinschaftlich zu. Hier Stefan Heil doch weit innerhalb der weißen Linie durch. Das müssen wir noch reden, was das nachher gibt. Auf jeden Fall Julian Schmid probiert hier einen Angriff zu setzen. Jetzt aber ein Fehler von Stefan Heil. Julian Schmid kann hier aus dem Wild nach innen zu machen. Und Twan van Gent stürzt mit Philipp Schaub, der hier reinfährt. Stefan Heil bricht ab, Julian Schmid vorne weg. Dann fährt als zwei Jonas Balbach ins Ziel. Dritter Liam Webster, David Zell mit einem überragenden vierten Platz. Aber wir sehen hier zum Glück alle Fahrer wieder stehen. Ja, das war nicht ganz so wie erwartet, nicht ganz so glücklich. Wir sehen das Ergebnis eingeblendet. Julian Schmid vor Jonas Balbach vor Liam Webster. David Zell mit dem überragenden vierten Platz. Mitchell Shotman auf der 5, Stefan Heil auf der 6. Dann Philipp Schaub und Twan van Gent, unsere zwei DNFs. Wir sehen sie hier nochmal weglaufen. Das ist jemand auf jeden Fall nicht zufrieden. Twan van Gent hier ziemlich sauer unterwegs. Philipp Schaub mit Schmerzen am Daumen. Aber ihnen geht's gut. Sie stehen wieder. Sie können auf jeden Fall alle nochmal einen Lauf fahren. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht für die, aber doch, dieser Sturz im Finale hätte jetzt nicht nochmal sein müssen. Wir sehen aber auch schon den Ausblick auf die deutsche Meisterschaft nächste Woche. Kann sich Julian Schmid oder Stefan Heil, unser Hole Shot King, hier durchsetzen? Oder ganz jemand Überraschendes, wie vielleicht Jonas Balbach, der immer da ist, wenn irgendwas schief geht? Oder ist es sein, oder wie wir schon 2018 bei der DM in Weiterstadt gesehen haben, aus dem Nichts kommt er raus und gewinnt. Auf jeden Fall ein Mann für die kleinen Hügel. Wir sind gespannt und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall hier den Kanal. Wenn ihr geile Videos weiterhin sehen wollt, auf jeden Fall abonnieren. Und ich würde mich über jedes Abo freuen, über jeden Daumen hoch. Schaut euch ein anderes Video an und teilt das Video hier mit euren Freunden. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal.